Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Spielvereinigung Unterhaching, 6 Niederlagen in den letzten 7 Spielen. Gegen Sonnenhof Groß-Asbach, die Remis-Könige der Liga, bereits 15 Punkteteilungen. Unterhaching mit einem U19-Spieler in der Anfangsformation. Yong Suk Hong, das erste Mal von Beginn an mit dabei, vor der Saison aus der Jugend hochgezogen. Eine sehr überschaubare Partie war das am Samstagnachmittag im Sportpark Unterhaching. Bigalke für Schimmer in der 6. Minute und die erste Chance dieser Partie für den Bomber, wie sie ihn hier nennen. Das war allerdings alles, was wir Ihnen aus der ersten Halbzeit zeigen können. Mehr war tatsächlich nicht los. In der zweiten Halbzeit, da muss doch jetzt aber was gehen hier. Aber der Sohn, der glaubt nicht so richtig dran. Und er sollte recht behalten. Weiterhin nicht so viel los. 57. Minute, die Groß-Asbacher mit Sommer. Und in der Mitte ein Hachinger. Fast mit dem Eigentor, sehen wir gut in der Zeitlupe. Innenverteidiger Christoph Kreger ist es hier, der den Ball fast ins eigene Tor buxiert. Die Hachinger in der 66. Minute mit Stefan Hein. Gefällt und verletzt. Gelb gegen Böse. Hein musste ausgewechselt werden. Auch das noch, der Top-Torjäger der Spielvereinigung Unterhaching. Seit über 900 Minuten ohne Tor. Und jetzt wird auch erstmal keins hinzukommen. Gute Besserung in Richtung Stefan Hein. 74. Minute. Die Gäste mit dem Eckstoß und dann die Doppelschuss. Erst der eingewechselte Brünker und dann dem. Aber Lukas Königshofer sehen wir auch in der Zeitlupe sehr gut mit der doppelten Reaktion. Hier zuerst gegen Brünker und dann noch gegen dem. Tolle Aktion von Lukas Königshofer an seinem 30. Geburtstag. 81. Minute. Aus dem Spiel heraus ging nicht viel. Vielleicht einmal der Freistoß. Stefan Schimmer für die Hachinger. Und das ist ein super Ding. Aber es fehlen einige Zentimeter. Oder ganz wenige Zentimeter. Können wir hier sehen. Der Ball an die Latte und dann an Kevin Broll. Die Hachinger in der Schlussphase aktiver. Wollten den Sieg. Groß-Asbach hatte sich mit dem 0-0 ganz gut arrangiert. 1 Minute vor Schluss. Der eingewechselte Maximilian Kraus gegen Kai Gehring. Macht das super. Macht das super. Aber eben nicht gut genug. Zentimeter fehlen für den Last-Minute-Sieg für die Spielvereinigung Unterhaching. So treten die weiterhin auf der Stelle. Und Groß-Asbach mit dem 9. 0-0 in dieser Spielzeit. Wahnsinn. Die hatten natürlich dann hinten raus nochmal ihre Momente. Ich denke, wir hatten auch einige Momente, die wir vielleicht irgendwie besser ausspielen können. Und dann, ja, fehlt hier und da vielleicht mal das Abschlussglück. Aber insgesamt, ja, geht das schon in Ordnung. War ein schwieriges Spiel für uns, aber wir haben es teilweise sehr, sehr gut gemacht. Riesenchancen gehabt. Aber warum erst so spät und hinten raus? Ja, wenn ich das wissen würde. Also das Problem ist ja nicht nur heute gewesen. Also offensiv hängt es ja bei uns komplett seit dem Winter. Und ja, das müssen wir ändern, weil sonst wird es schwer. Nach einem überschaubaren Spiel, zumindest noch ein Highlight für das Geburtstagskind Lukas Königshofer, überrascht von Freunden und Verwandten aus der österreichischen Heimat.